Wir zeigen Ihnen Bilder der Parlamentseröffnung und Niederösterreich setzt auf Gemeindeebene Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, jetzt im Magazin. Willkommen zum neuen Kurier-TV-Magazin. Im Sommer 2017 ist im alten Parlament die letzte Sitzung des Nationalrats abgehalten worden. Nach 5 Jahren im Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz wird heute das neu renovierte Haus am Ring eröffnet. Ein Großaufgebot aus Politik und Wirtschaft ist heute zur Parlamentseröffnung erschienen. Hier gleich mal die ersten Szenen vom groß angelegten Festakt. Einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts, Albert Schweitzer, hat einmal gemeint, erst bauen die Menschen Häuser, und dann die Häuser den Menschen. Diesen Gedanken verbinde ich als Wunsch und Aufforderung, uns dessen bewusst zu sein, wie sehr uns dieses Haus inspiriert. Gerade konnten wir vor wenigen Minuten den Bundesratssitzungssaal eröffnen. Und damit hat auch die Länderkammer wieder ihren eigenen Sitzungssaal hier im Haus am Ring. Und dieses Haus hat natürlich eine besonders historische Bedeutung für uns. Heute mit der Wiedereröffnung schlägt das Herz der Demokratie wieder in diesen historischen Bau von Theophil Hansen, der auf die Wiege der Demokratie hindeutet und wie kein anderes Gebäude der jüngeren, sehr wechselvollen Geschichte auch widerspiegelt. Aber ich freue mich vor allem hier zu sein, weil die Wiedereröffnung dieses grandiosen Parlamentsgebäudes, ohne Zweifel ein Kulturdenkmal, aber es ist eben auch ein Fest des Parlamentarismus, ein Fest der Demokratie. Und jetzt nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen. Fast alles ist neu im Hohen Haus. Von der geschaffenen Dachterrasse kann man noch einen Blick auf das Ausweichquartier am Heldenplatz erhaschen. Für rund 420 Millionen Euro wurde das Hohe Haus in den letzten 5 Jahren renoviert. Das war eine Maßnahme, die dringend erforderlich war. Das Haus ist 130 Jahre alt gewesen zu Baubeginn. Es wurde jahrzehntelang immer wieder ein bisschen adaptiert. Ja, es war notwendig. Es waren zu viele Mängel, die behoben werden müssen. Äußerlich sehr schön und wirklich noch in großem Glanz. Allerdings doch erkennbar viele oder mehrere technische Schäden und Mängel, die auf die Dauer nicht von selber gut geworden sind. Die mussten irgendwann einmal gesamtheitlich saniert werden. Jetzt erstrahlt das Parlament in neuem Glanz. Mindestens 22 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant haben die Bauarbeiten verschlungen. Scheinbar waren nicht alle Schäden in dem alten Gebäude absehbar. Es gibt immer wieder Überraschungen. Wir haben hier 55.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Man kann sich vorstellen, dass da immer wieder Bereiche gibt, wo man auf interessante und herausfordernde Dinge stößt. Und herausfordernd für die Sanierungsarbeiten war wohl auch die nähere Vergangenheit. Niemand wird sich wundern, wenn ich sage, dass in den letzten Monaten wir doch sehr große Herausforderungen hatten durch die Pandemie, durch die verschiedenen Krisen, durch den Russlandkrieg, Ukraine-Krieg. Wir wissen, dass hier in vielen Bereichen der Wirtschaft es zu Störungen und Verzögerungen gekommen ist. Genauso ist es auch uns ergangen. Wer das alte Parlament kennt, wird es kaum wiedererkennen. Der Sitzungssaal ist größer und höher geworden. Dadurch ist mehr Platz für Parlamentarier und Gäste. Die neu geschaffene Kuppel durchflutet das neue Prunkstück mit Tageslicht. Mit modernster Videotechnik wird jede Sitzung in Zukunft übertragen und überall im Haus sind Kameras, die aber nur der Sicherheit dienen sollen. Wir sind hier auf Letztstand, in jeder Hinsicht, Haus elektrotechnisch, medientechnisch und sicherheitstechnisch. Ja.
denn man plant, das Haus noch mehr der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Erdgeschoss ist ein völlig neues Besucherzentrum entstanden. Ein vollkommen neuer Raum, neu erschlossen. Nicht nur dieses Besucherzentrum, sondern auch die Bibliothek, die historische Bibliothek, erstrahlt in neuem alten Glanz. Wir haben aber auch viele Angebote der Demokratievermittlung. Das ist bei uns die Demokratiewerkstatt mit den Workshops für Kinder und Jugendliche, aber auch ein öffentliches Restaurant im Dachgeschoss, wo jeder Mann, jede Frau zum Abendessen, Mittagessen kommen kann, sich registriert und dann ganz einfach ins Parlament zu Abendessen kann. Essen an Seite von Regierungsmitgliedern und vielleicht darf man dann auf der neuen Terrasse noch einen Blick auf die Wiener Innenstadt erhaschen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Von 25. November bis 10. Dezember finden jährlich die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen statt. Doch damit ist die Arbeit gegen Gewalt an Frauen noch lange nicht getan. In Niederösterreich gibt es jetzt ein Gemeindepaket gegen Gewalt an Frauen. Judith Tieber berichtet. Gewalt hat viele Gesichter und sie ist vielerorts möglich. Zu Hause, in der Arbeit, im öffentlichen Raum, ja, selbst im Internet. Dabei muss Gewalt nicht immer sofort sichtbar sein. Unsichtbare oder versteckte Gewalt ist oft nach außen hin schwerer zu erkennen. Sie erfordert zum einen mehr Mut von den Frauen, sich diese Situation zuerst einzugestehen und dann die Hilfe zu holen. Die Frauen sind zwar isoliert, aber sie gehen trotzdem ihrer Wege. Sie gehen zur Apothekerin, sie gehen zum Bioladen oder wo auch immer hin. Das heißt, dort gibt es Menschen, wo sie eventuell auch bemerkt werden. Bemerkt werden soll sie unter anderem mit dem internationalen nonverbalen Hilfezeichen gegen häusliche Gewalt. Doch selbst dieser heimliche Hilferuf erfordert Mut. Mut, für den sich die Politiker aussprechen möchten. Mit dem neuen Gewaltpräventionspaket der ÖVP und der Frauenberatungsstellen in Niederösterreich sollen Maßnahmen nun in die Gemeinden getragen werden, um bestmögliche Unterstützung zu bieten. In diesem Sinne sind diese in die Gemeinden gehen vertiefende runden Tische, Vernetzungskonferenzen etwas ganz, ganz relevant Wichtiges. Wir unterstützen das sehr. Wir stehen auch immer gerne als Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser einfach zur Verfügung, weil wir erlebt haben, immer wenn wir mit Multiplikatorinnen sprechen, dass sie sagen, aber ich weiß vielleicht selber zu wenig oder ich weiß selber zu wenig, an wen sich die Frau wenden kann. Und das soll auch ein stärkender Raum sein für Multiplikatorinnen, für Akteurinnen in den Gemeinden, dass sie sich des Themas annehmen und im Fall der Fälle einfach wissen, wo sie eine Frau hinschicken können. Auch PolizistInnen und Gesundheitspersonal sowie speziell geschulte Einrichtungen werden darauf trainiert, diverse Anzeichen für häusliche Gewalt bei Frauen durch Hinweise oder Verhaltensmuster rechtzeitig zu erkennen. Und deswegen sind wir seither sehr darum bemüht, genau das zu machen, was ich vorher schon gesagt habe, jeder Frau, jedem Mädchen in Niederösterreich die Gewissheit zu geben, es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe nicht erst dann, wenn es wirklich anbrennt, wenn man das einmal salopp formuliert, sondern es gibt auch Hilfe, wenn man beginnt, sich Gedanken zu machen. Es gibt Hilfe, wenn man beginnt, sich zu überlegen, ist es gescheit mit meinem Partner hier oder ist mein Umfeld eigentlich das Richtige für mich? Es gibt Hilfe in jedem Moment und vor allem, es gibt die Pflicht von Seiten der Politik und von Seiten von jedem Einzelnen in Niederösterreich zu sensibilisieren, hinzuschauen, draufzuschauen, mitzuhelfen, niemanden zu schützen, niemanden wegzuweisen und zu sagen, das ist dein Problem, sondern zu sagen, ja, ich weiß, das gibt's und wir wissen, wo wir uns gemeinsam hinwenden können. 28 mutmaßliche Frauenmorde zählte Österreich im letzten Jahr offiziell. Und selbst in diesem erst sehr kurzem Jahr lässt sich bereits eine Bilanz ziehen. Es geht um Sensibilisierung, es geht um Steigerung der Zivilcourage. Es ist nicht unangenehm, jemanden zu fragen, du, ich habe das Gefühl, da ist was. Mehr als, dass man sagt, na, da ist nichts und man kriegt keine Antwort, kann nicht passieren. Aber bei der Person, die gefragt wurde, ist zumindest der Grundstein dafür gelegt, da ist jemand, den, wenn ich mich dazu entschließe, den ich vielleicht nochmal ansprechen kann. Die Tür ist einen Spalt weit offen und diesen Spalt müssen wir nehmen, wann immer wir ihn nehmen können. 2021 wurde von der Bundesregierung das bisher größte Gewaltschutzpaket in Höhe von 24,6 Millionen Euro geschnürt. 2022 erhöht sich dieses um 18,4 Millionen Euro. Mehr Präventivmaßnahmen, Ausbau der Anlaufstellen, aber auch erste Hilfe bei akuter Gefahr werden seit der Rekordanzahl von Frauenopfern im Jahre 2018 von der Politik, aber auch von den Schutzzentren bundesweit nochmals verschärft. Die Bereitschaft, bei Gewalt an Frauen zu helfen, ist längst noch nicht am Ende angelangt. Denn solange Femizide oder versteckte Gewalt existiert, muss dagegen angekämpft werden. Denn jedes Menschenleben ist wichtig.
Damit ins Burgenland. OSG und Volkshilfe Burgenland haben gemeinsam einen Delogierungsstopp ausgerufen. Und wo die Zinsen bei Baubeginn deutlich niedriger als zurzeit waren, wird auch in diesem Fall Hilfe angeboten. Ein Wohnschirm der besonderen Art, Berti Unger berichtet. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft hat einen Stopp für Zwangsräumungen ausgerufen und bietet bei Problemen mit der Miete finanzielle Hilfe und Ratenzahlungen an. Als eine Art Wohnschirm, wie er in der Pandemie vom Sozialministerium aufgespannt wurde. Allein im Vorjahr wurden 135 Räumungsverfahren eingeleitet, wobei mehr als 80% abgewendet werden konnten. Wir spannen einen Wohnschirm über jene, denen es bereits jetzt finanziell sehr schlecht geht, um eben Räumungsverfahren zu vermeiden und wollen hier in Gesprächen mit Vereinbarungen verhindern, dass es zur Wohnungslosigkeit kommt. Wir haben aber auch gesagt, wenn wir jetzt Wohnungen neu herstellen, übergeben, dann hat sich die Situation im Vergleich zum Baubeginn, zur Kalkulation bei Baubeginn wesentlich verändert. Die Zinsen sind gestiegen und dadurch auch die Mieten, die wir vorschreiben müssen. Die OSG hat sich entschlossen, Zinsenzuschüsse zu leisten. Befristet, mit 1% verzinst und rückzahlbar. Aber mit einer deutlichen Einsparung für die Mieter der Wohnungen und Reihenhäuser. Bei Mieterhöhungen über 70 Euro zahlt die OSG die Hälfte der Erhöhung. Wir haben uns entschlossen, dass wir auch bestehende Mietverhältnisse, wo wir keine Fixverzinsungen haben, sondern variable Verzinsungen, dass wir hier eingreifen und ab einer bestimmten Höhe Zuschussleistungen tätigen, um hier zu verhindern, dass es Probleme in der Monatsbelastung gibt. Und als letztes haben wir individuelle Lösungen angedacht. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wenn es Spezialfälle gibt, wenn es Sonderfälle gibt, dass wir hier eingreifen müssen. Und auch hier wollen wir unserem Ruf, unserer Verpflichtung als sozialer Wohnbauträger, der leistbares Wohnen gewährleisten muss, gerecht werden. Gemeinsam mit der Volkshilfe versucht man nun, so viel wie möglich aufzufangen. Denn die Teuerungswelle trifft längst nicht mehr nur Einkommensschwache, sie ist auch voll im Mittelstand angekommen. Der klassische Satz ist für mich eigentlich immer, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Das sind Menschen, die es nie so großartig gegangen ist, aber irgendwie haben sie es geschafft. Und jetzt habe ich den Eindruck, und das ist auch oft der erste Satz in der Kommunikation, helfen Sie uns, weil jetzt geht es nicht mehr, jetzt geht nichts mehr. Die Volkshilfe ist seit Jahrzehnten, wie gesagt, unterwegs, aber jetzt besonders, und ich möchte mich wirklich auch bedanken, wir haben einige Großspender, viele Spender bis hin zu Pensionisten, die spenden, spenden, spenden. So können wir das wieder weitergeben. Gerade im Sozialbereich ist die Volkshilfe Burgenland ein unverzichtbarer Partner. Tausende Euro, die wir eigentlich wöchentlich auszahlen. Damit werden Einkaufsgutscheine gekauft oder ganz einfach Mieten bezahlt und vieles andere mehr. Also eine schwierige Zeit, aber die Volkshilfe ist da. Auf uns kann man sich verlassen. Wir helfen. In besonderen sozialen Härtefällen besteht die Möglichkeit zu individuell angepassten Lösungen. Die Maßnahmen der OSG betreffen mehr als 3.500 Wohnungen und Reihenhäuser und dafür wurden für das heurige Jahr Eigenmittel in Höhe von 2 Millionen Euro budgetiert. Donnerstagabend nehmen wir Sie immer mit in die Berge. Moderator Andreas Jäger ist mit Promis unterwegs, auf Deep Talk sozusagen. Schauen Sie mal, mit wem er heute wandert. Ja, herzlich willkommen bei den Berggesprächen. Mein Name ist Omar Sasam und ich darf heute ein Interview mit dem großartigen Andreas Jäger, Moderator und Meteorologe, führen. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum Ihnen das nicht der Andreas selber erzählt. Schauen Sie, der Andreas ist ein guter Moderator und ein großartiger Meteorologe, aber mit der Fortbewegung hat er es nicht so. Er hat beim Spazieren lieber in den Himmel als auf den Boden geschaut, ist dabei umgeknöchelt und hat sich dabei das Bein gebrochen. Wobei Bein gebrochen ein bisschen übertrieben ist. In Wirklichkeit war es eine kleine, schalige Absprengung des Malleolus lateralis, des Außenknöchels, oder? Hallo, das waren echte Schmerzen. Das hat richtig wehgetan. Das kannst du dir als Arzt nicht vorstellen. Der Chirurg schneidet rein, ihm ist ja wurscht, dass du nicht einhackst. Andere Leute schmieren ein Voltaren drauf und gut ist es. Das war so geschwollen. Das,
der Fuß war so dick wie mein Hintern. Klimapause. Fährst du Fahrrad, Porsche, Bugatti? Rauchst du Marlboro oder Muratti? Trinkst Espresso oder Macchiati? Wenn du lachst, wird Alltag zu Party. Dein Kindermädchen, das ist auch ein Teil deines Programms, deswegen weiß ich's. Milenka, Milanka, kann das sein? Milanka. Du sagst Jugoslawien immer dazu, also du lässt es bewusst aus, ob es Serbien, Kroatien war, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall, da hast du auch noch quasi Jugoslawisch auch noch gelernt. Genau. Nämlich, sie hat wirklich, also mir haben wirklich viele erzählt, dass ich gut Jugoslawisch gesprochen habe. Und ich habe auch eine Aufnahme von mir als Fünfjähriger, ja, wo ich einen argen kroatischen Akzent habe, obwohl ich ein arabisches Kind war. Also viel Zeit mit dem. Wie hört sich das an? Naja, sie hat diese berühmten wenigen Worte gehabt, mit den Worten diese, andere, gleiche, selbe. Mit diesen Worten hat sie alles beschrieben, hat mich aufgeklärt, ich habe diese, du hast andere und so weiter. Das ist halt wirklich. Das ganze Gespräch sehen Sie heute Abend bei uns um 20.15 Uhr. Damit zu den Wetteraussichten in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Wie geht's denn weiter die kommenden zwei Tage? Morgen wird's im Laufe des Tages immer ungemütlicher. Wir starten noch trocken mit ein paar Sonnenfenstern. Am Nachmittag ziehen dann aber teils auch kräftige Schauer durch. Am trockensten bleibt's noch im Südburgenland. Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad morgen. Am Wochenende wird's besser. Am Samstag wieder deutlich mehr Sonne und kein Regen bei erneut maximal 11 Grad. Morgen Freitag verreisen wir wieder mit Axel Halbhuber. Er ist zurück aus dem Skiurlaub. Machen Sie es gut. Bis morgen.